Ich frage mich, wie viele Tütmünchen diese beiden jetzt schon haben. Gar keine. Hey, das Zeitgeld da wieder. Ja, wir geben mir so eine Münze. Manchen erzählt Paywalls. Ausgezeichnete Wahl, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimme hieß. Kann ich nicht hauen? Schade. Ah, guck mal, der Kokiri-Wald. Noch mehr zufriedene Kundschaft für Trousers. The fuck? Who are you? Hey Leute, ich bin's, Wendy. Ah, also, ach so, du bist es. Ich bin hier, um euch mit meinen spielentscheidenden Toniken aus der Patsche zu helfen. Oh, an die erinnere ich mich. Die sind echt hilfreich. Was hast du denn für uns, Wendy? Werf mal einen Blick auf das Tonika-Menü. Das ist das Tonika-Menü. Hier werden alle Tonika angezeigt, die ihr in der Overworld findet. Ihr müsst sie erst mit Federn aus den Kapiteln kaufen, aber das hier ist umsonst. Drücke A, um eins freizuschalten, wenn du genug Federn hast. Versuche es jetzt mal A drücken. Möchtest du wirklich das Tonikum hab dich für 0 Federn freischalten? Oh, ob ich das haben, ob ich das bezahlen kann. Ich meine, boah. So, boah. Ist halt schon. Ist ein Kühlschrank. Ja, ist ein Kühlschrank. Gute Arbeit. Du hast damit dein erstes Tonikum gekauft. Drücke zur Auswahl A. Ich drücke A. Drücke zum Ausrüsten A. Ich drücke A. Ausgezeichnet. Das Tonikum hab dich ausgerüstet. Wenn Layli sich verirrt, bekommt sie weniger Panik und länger vor Ort. Wer braucht schon Layli-Glocken? Damit flüchtet Layli im Kapitel nicht so schnell und du hast mehr Zeit, sie zu retten. Wer redet denn hier von Flüchten, du großer Käsebrocken? Ach, Käse, ich dachte, das ist ein Kühlschrank. Eine Vending-Machine. Ja. Oh, danke, Wendy, das klingt doch nützlich. Unbedingt, es gibt noch viele andere von denen. Wenn ihr eines in der Overworld findet, könnt ihr ihm im Tonika-Menü nachsehen, was ihr damit anfangen könnt. Aber denkt daran, dass sie nur in den Kapiteln funktionieren. Ich muss mir mal noch einen Schluck eingießen. Hust, hust. Buh. Kommt jederzeit zurück, wenn ihr mehr wissen wollt. Schraub, schraub, schraub. Prost. Was sollte, Wolfi, solltest du nicht ein Spiel, Trinkspiel erfinden dazu? Zu jedem Spiel. Typ Kumpelkracher mit A. Ja. Und dann? Hallo. Willst du meinen Tipp für 10 Federn? Nein. Nein? Gut, dann musst du sie woanders ausgeben. Viel Glück. Ja, Tennisspieler, Trinkspiel. Bis jetzt ist dein Rage nicht so. Findest du das schade? Bisher macht es auch echt Spaß, muss ich sagen. Bisher macht es wirklich sehr viel Spaß. Jedes Mal, wenn Layli wegfliegt, muss Kata einen trinken. Nein. Okay.
Ist nicht, du kleiner Kobold. Ist nicht, du kleiner Kobold. Tonikum gefunden! Mehr Kon... Was für ein Ding? Kontrollettis? Wie kann ich die... Wie kann ich? Ah. Was zum Henker? Wie viele 287 Level gibt es? Mehr Kontrollettis. Fügt dem Kapitel mehr Kontrollettis hinzu. Dr. Pass hat noch ein paar mehr. Ah, ich verstehe. Rette zwei Bienenwächter, rette fast. Wie viele? Äh. 48 Bienenteamwächter. Gibt auch versteckte Biesen, ist klar. Wie lange wollten Gatter spielen? Antwort: Ja. Da kommen meine Freunde. Oh, das sind Chamäleon und Fledermaus. Das ist echt spannend. Meine Freunde und ich haben ein paar Schufte hier drinnen mit uns eingesperrt. Wir können euch bei eurer Quest helfen, wenn ihr sie vertreibt. Ich bin bereit. Dann mal los. Nein! Aber... Dann kann sie 50 Mal getroffen werden. Ich brauch das bestimmt. Fantastisch! Ihr habt das erste Vorderseite gemeistert. Ich rufe die Fliegerstaffel und wir verändern die Overworld. Schaut euch das an. Okay. Was ist, ich weiß nicht, was ich gerade verstörender finden sollte. Hallo. Oh, Gott sei Dank. Es sind Yuka und Layli. Aufpassen, Yuka. Das ist diese unfallträchtige Krakenwissenschaftlerin, Sandy. Irgendwelche tentakeligen technischen Probleme, Dr. Purs? Oh, ja, es geht um meine neueste Erfindung. Good news, everyone. Ich wollte sie gerade einschalten, da habe ich den Schalter verlegt. Ja, das passiert mir auch ständig. Keine Panik, Doc. Wir finden etwas, mit dem wir deine riesige, gefährliche, aussehende Maschine in Gang kriegen. Kann ja nicht schief gehen, oder? Der Schalter ist bestimmt irgendwo da vorne. Mhm. Mhm. Könnte ja nur sein. Haltet bei eurem Abenteuer danach Ausschau. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Mal ganz kurz gucken. Erstmal haben wir hier nochmal ein Tonikum. Twitmünzen Bunker. Kein Verlust von Twitmünzen mehr, wenn Yuka stirbt. Links war eine Höhle in der Wand, wo du Kisten weggezogen hast. Links war eine Höhle in der Wand.
Aber ich glaube, dass ich hier, so wie das aussieht, sieht für mich das aus, als wäre das hier ein Flusslauf, das hier über mir, und ich hier Wasser in diesen Teich der Freude gießen würde. Später an einem bestimmten Punkt. Wenn ich mir die Map hier angucke, sieht das so aus, als würde hier hinten Wasser irgendwie rauskommen können vielleicht. Oder dass ich hier ein Loch reinspringe und dann fließt hier Wasser lang und geht in beide Richtungen. Das kann ich hier halt dann irgendwie den Fluss lenken oder so. Na gut, dann gehen wir mal in Welt Nummer 3. Intergehölznetz. Das Intergehölznetz. Will ich eigentlich gar nicht. Will ich das? Wie lege ich jetzt los? Achso. Hey, Wacker Black. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Oh, wie schön. Erstmal nach links gehen. Okay, hier brauche ich offensichtlich eine Person. Nee. Wacker, wacker. Oh nein, es ist kaputt. Ah. Ah. Ha, ha. Waka, 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 waka. Waka, waka, waka. Spinne! Fat! Wir brauchen unbedingt ein Trinkspiel. Was zum Geier? Erster Tod! Habe ich jetzt die Münze von da oben gesammelt? Nein, ich habe sie nicht gesammelt, offensichtlich. Nein, der erste zählt nicht, der war... Das ist ein geskripteter Pflichttod, der erste. Der erste zählt nicht, das ist ein geskripteter Pflichttod. Obwohl, es ist unschaffbar zu diesem Zeitpunkt. Menge jetzt bestätigt, nicht mal ich könnte es schaffen. Und geht's nach unten? Warum ist da unten der Tod? Das ist der zweite Tod. What? What? Nein, du Fleddy für Arme. Ah, okay, es geht mehrfach. Nein!
stelle mich gerade schon ein bisschen dumm an, muss ich zugeben. Ein bisschen dumm habe ich mich gerade schon angestellt. Ich würde gerne wissen, ob da unten der Tod lautet oder da unten was ist. Aber ich kann es nicht sehen. Ich würde sagen, da unten lautet der Tod. Ich definiere dies als Tod. So ein süßes Geräusch von der Spinne. Nee, 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 nee. Ich habe schon mehr als genug Tode hier erzeugt. Spielst du heute noch was anderes oder nur das? Das hängt von Wolfi ab. Wolfi entscheidet. Wolfi hat ja durch die Diktaturninchen. Wolfi entscheidet, ob wir heute noch was anderes spielen oder nur das. Das Kaninchen ist hektisch. Oh. Nein, nein! Oh Gott, tot! Abwärts, abwärts, abwärts. Oh Gott, das ist eine Bombe. Warte, lass mich mal gucken, wohin ich mit der Bombe muss. Ich habe das Gefühl, dass du die Bombe brauchst. Kann das sein? Hallo? Kann ich auf dich drauf springen? Ja, kann ich. Gut, für dich brauche ich keine Bombe. Njam! Wozu brauche ich denn die Bombe? Okay, nehmen wir sie mal mit. Dann dürfen wir jetzt nicht mehr Njam nennen. Das tut mir schrecklich leid für euch. Wo geht's da unten? In den Tod! Natürlich ist da unten der Tod. Also, an dieser Stelle ein kleiner Kritikpunkt. Ein kleiner Kritikpunkt. Dieser dritte Tod wäre nicht nötig gewesen, wenn man unten irgendwas anzeigt, dass man dort stirbt. Hey, Sumin, irgendwie Dornen oder sowas, wenn ich sehen würde. Weil ich finde es mal, also ich kann die Kamera nicht. Ist ein ganz kleiner Meckern auf hohem Niveau. Aber, dass man sehen würde. Manchmal kann. Manchmal kann ich runter und dann geht die Map weiter runter und manchmal falle ich runter und ist der tot. Also. Na, eben war zum Beispiel in dem Baumstamm unten nach unten konnte ich einfach weiter runterspringen. Oder manchmal gehen einfach Platten nach unten, dann kann ich runter und hier sehe ich es nicht. Also, ich fände es gut, wenn eine. Oh mein Gott. Wenn ein Indikator wäre, dass manchmal der Tod laut und manchmal. Nicht. Das ist kein Mimimi, das ist Kritik. Das war jetzt dumm. Kann der Mecker trinken? Das ist kein Meckern. Das ist Kritik äußern. Sag mal, soll ich mal meckern hier? Tschüss, Vögelchen. Warte mal, da geht's bestimmt nach oben. Kommen wir zurück. Okay. Ah! Ups. Aber guck mal, wir haben unser Vögelchen wieder.
Nein, da geht's nicht weiter. Okay, der gedacht. Aber egal, wir haben unser Flügelchen wieder. Ui, seine Fledermaus ist... Oh mein Gott. Wie soll man denn da hinkommen? Okay, mal schauen, Münze 3. Genau, Sven hat recht, das ist Tod 6 gewesen, nicht Tod 7. Ihr lügt alle, der erste Tod war Pflicht. Der erste Tod ist unvermeidlich gewesen. Ist er oben lang? Nein. Aber von der anderen Seite scheint es reinzugehen. Wie sieht es danach aus? Oh mein Gott, was? Fliehkaninchen. Oh Gott, da muss ich fliegen da drüben. Okay, da brauche ich mein. Oh Gott. Okay, da wird es auf jeden Fall nochmal weitergehen. Na, guck mal, da haben wir unseren Freund. Okay, weiter. Wofür brauche ich dich? Wofür brauche ich dich? Da oben ist nur... Nee, da brauche ich das noch nicht. War das Spiel nicht mal 3D? Der erste Teil war scheinbar 3D. Der zweite ist offensichtlich so 2,5D. Oder wie das heißt. Aber hi Karana, schön, dass du da bist. Kennst du das? Wusste ich gar nicht, dass du kennst. Wölfliche Gesinnung in seinem Wort gilt heute. Okay, okay, das ist ein Argument. Wozu habe ich jetzt diese Bombe mitgenommen? Wofür habe ich jetzt die ganze Zeit die Bombe mitgeschleppt? Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Deko. Eine Deko-Bombe. Keine Deko-Bombe, sondern eine Deko-Bombe. Es gibt einen zweiten Teil. Bist du mutig vorbei, das kann gut sein. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!